Hallo Friedberg, seid ihr da? Su Kyung-yu, Christoph Kruse, Uli Meier von Kunst braucht Raum. Wir sind ein nagelneuer Verein, wir kennen uns aber schon länger. Wir sind eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam kreativ arbeiten. Zeichnen, malen, fotografieren, verschiedene Materialien, Lego. Geht mal ins Kaktus, da ist gerade eine Ausstellung, da haben wir textile Objekte gemacht, mit Stoff gearbeitet, der sonst in der Müllverbrennung geendet hätte. Kunst braucht Raum. Wir haben für uns selbst festgestellt, dass das viel besser funktioniert, wenn wir gemeinsam kreativ sind. Das ist nicht nur motivierend, sondern es findet auch ein Austausch statt. Da beginnen Gespräche und das Ganze beflügelt uns. Und wir wissen, dass es viele Menschen gibt, das sagen uns schon alleine die Mitgliederzahlen der Kunstvereine in Friedberg und Bad Nauheim, die gerne kreativ sein möchten, aber gemeinsam kreativ sein möchten. Doch dafür gibt es keine Räume. Das ist unser größtes Ziel, Raum zu schaffen, in dem man gemeinsam kreativ sein kann. Es ist ein hohes Ziel, es ist schwierig, das zu erreichen. Wir sind noch am Start, aber wir sind am Ball. Und bis wir diese Räume gefunden haben, werden wir mit Aktionen präsent sein. Wir waren das schon vorher, da waren wir noch kein Verein. Ihr werdet uns hier sehen. Kunst braucht Raum. Kunst ist wichtig und ich zitiere jetzt unsere Vorsitzende Su Kyung-yu. Kunst hat die einzigartige Kraft, kreative Lösungen für die schwierigsten gesellschaftlichen Herausforderungen aufzuzeigen und dadurch Veränderung zu bewirken. Eine Kunst- oder Kulturwerkstatt könnte der ideale Ort sein, um diese Vision zu verwirklichen. Gesellschaft zusammenfügen ist Kompositionsarbeit, wie in der Kunst. Man ergänzt, was fehlt und schafft so etwas Neues. Wir möchten uns ganz herzlich bei Mensch mach mit für dieses wunderbare Format Hands-on bedanken. Bitte einfach nochmal der tausendsten Applaus. Ich darf die Blumen noch verteilen an die anderen Vereine, an die Ehrenamtsagentur, an die DLRG und an die TG, die an dem Format natürlich genauso mitgewirkt haben, wie wir von Mensch mach mit. Aber ganz, ganz lieben Dank dafür. Und ich hoffe, ihr findet die Räume, und das meine ich nicht nur als Gebäude oder Region, sondern auch die geistigen Räume, die seelischen Räume, um eure Kunst zu verwirklichen und auch anderen Künstlern die Chance zu geben, sich entsprechend zu entfalten. Vielen, vielen Dank. Und sich zu vernetzen. Zum Schluss noch ein Wort an die Gemeinschaft hier. Wir sind alles ehrenamtliche Menschen. Wir sind Mitglied in Vereinen. Wir sind keine Konkurrenz. Wir sind. Arbeiten mit euch zusammen, wenn ihr das wollt. Wenn ihr eine künstlerische Expertise braucht, da soll mal eine Ausstellung gemacht werden, ein Plakat oder einfach mal ein paar Fragen stellen. Wir sind kooperativ mit allen Gruppen, die hier sind. Und vielen Dank, dass überhaupt so viele Leute heute hier gekommen sind. Vielen Dank. Und du sprichst genau den Sinn und den Spirit dieser Veranstaltung aus. Vernetzen, etwas zusammen machen. Wir sind alle keine Konkurrenz. Wir haben alle nur das eine Ziel, etwas für die Menschen, für die Stadt, für die Region zu tun. Und deswegen seid ihr auch heute hier. Danke und macht weiter so. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg mit eurer Neugründung. Dankeschön. Ganz viel Raum.